Hallihallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Vampire's Dawn. Ich habe schon wieder eine neue Stadt entdeckt. Aber das war jetzt auch mehr oder weniger mal Absicht. Also, ich habe jetzt mal die Stadt an. Bin jetzt mal die Stadt angeflogen, wo das Piratenschiff war. In der Nähe war ja dieses Schloss, wo wir gestorben sind. Und ja, Asran. Wir erinnern uns an Vincent Baynard. Asran, wie lange war ich schon nicht mehr hier? Stimmt, Asran. Asran war schon Asgar. Der ist ja hier damals zum Vampir überhaupt geworden. Also Abraxas, der hat ihn ja hier gebissen und seine Schwiegermutter und seinen Schwiegervater getötet. 400 Jahre? Auf jeden Fall eine halbe Ewigkeit. Hat sich aber anscheinend nicht viele getan in dieser Zeit. Hier und da einige neue Häuser, aber ansonsten... Ist dies nicht der Ort, an dem der Heilige Kreuzzug begonnen hat? Ja, und hier habe ich mich in einen Vampir verwandelt. Hm... Woher kommt mir dieser Ort nur so bekannt vor? Wie bitte? Er kommt dir irgendwie bekannt vor? Sehr seltsam. Ach, wahrscheinlich bilde ich mir das nur ein. Ich finde die Musik gerade etwas laut. Ich mache sie eben etwas leiser. So. Hast du mal von... Stufe 17 auf Stufe 11 runtergeschraubt. Hoffe, es ist nicht dadurch zu müde, klar. Zu leise, aber es kam mir gerade doch sehr laut vor, muss ich sagen. Naja, wir werden sehen. Alter, was geht mit der Musik ab? Die ist aber sehr seltsam. Okay, hier ist nichts. Oh meine Güte, die Musik, ey. Da muss aber jemand nochmal Flöte spielen lernen, oder was es auch immer ist hier. Guten Tag. Ah, ist das langweilig heute, Tag ein, Tag aus, immer das Gleiche. Vielleicht solltest du dich mit etwas Interessantem beschäftigen. Ach, das ist nichts für mich. Ich langweile mich lieber, als dass ich mich irgendwie anstrenge. Zirze. Ja, echt, ey, wie faul kann man sein? Also, ich bin ja schon wirklich ein fauler Mensch, möchte ich gerne zugeben. Aber das ist ja mal wirklich, also, nee. Also, nee. Ganz ehrlich, nee. Einfach nur nee. Ah, ich erinnere mich hieran an das aus dem Let's Play von TrueMG. Das hat er nämlich auch gefunden. Der reiche Frau. Hey, ihr Gesindel, verschwindet sofort aus meinem Haus, sonst rufe ich die Wachen. Nur die Ruhe, wir gehen ja schon. Das will ich euch aber auch geraten haben. Wenn es doch nur schon Nacht wäre. Hey, du. Ich hoffe, euch hat meine verzogene Tochter noch nicht angeschrien. Verzogen? Ja, das habt ihr doch sicher auch schon bemerkt. Seit wir diesen großen Geldbetrag gewonnen haben, ist sie irgendwie anders geworden. Total zickig und verzogen eben. Und warum unternehmen sie nichts dagegen? Versuche ich ja, aber sie hört ja nicht mehr auf mich. Ach, seufz. Naja, wir gehen dann mal besser. Aber vorher lesen wir seine Bücher. Eine Menge Bücher, von denen aber über die Hälfte nur Attrappen sind. Und der Rest ist unwichtig. Es sind reiche Leute, aber sie sind anscheinend auch zu faul zum Lesen. Sie können sich keine Bücher leisten, obwohl sie reich sind, ja. Aber hier scheint echt nichts Wichtiges bei zu sein. Na schön. Ach, wirklich schade, dass es noch nicht Nacht ist. Ich würde sie so gerne umbringen. Vielleicht ja so dumme Leute. Naja, was will man machen, ne? Oh, was ist das denn hier für ein Laden? Ja, kaufen kann ich ja eigentlich eh nichts, also von daher... Ich raub dich mal ein bisschen aus, macht dir doch garantiert nichts, ne? Das heißt, solltest du hier was haben. Oh, hey, ihr, der Finger weg. Schade. Das siehst du aber garantiert nicht. Oder? Oder? Hier sagt sie auch nichts. Also von daher ist da auch nichts Wertvolles drin. Nur hier wäre etwas Wertvolles drin. Was hast du denn eigentlich zu verkaufen? Hallo, schauen Sie sich ruhig hier um. Willkommen in meinen bescheidenen vier Wänden. Schau dich nur in Ruhe um. Ich kann schon nicht mehr reden. Ich habe viele gute Tränke. Was hast du denn alles so? Schmerzmittel. Okay, was ist nochmal der Unterschied? Heilfiole, eine Figur mit einem 50 und das nur 25. Okay.
Daneben war natürlich eine Heilfiliole, obwohl, ach, ich möchte eigentlich nicht so viel Geld dafür ausgeben. Ich kann mir auch selber eine zaubern. Mal ganz ehrlich. Wo war das Menü? Hier. Dass man das Menü nicht direkt aufrufen kann, ist auch so eine Sache. Seelen. Ich glaube, das hatte ich sogar noch in der einen Aufnahme gemacht. Kann das sein? Ich weiß es nicht. Schwache Seelen. Eine Heilfiliole zaubern wir uns. Eine Heilfiliole erhalten. Ich habe schon ganz vergessen, was man... Oh, vielleicht kann ich mir auch zaubern. Das sehe ich jetzt erst. Haha. Was kann man mit normalen Seelen eigentlich machen? Oh, man kann speichern auch mit 30 normalen Seelen. Was kann man mit starken Seelen machen? Auch speichern mit 30, starke Heilung, bla bla bla, bla bla bla. Okay. Naja, ich sehe mich mal weiter hier um. Du warst das verzogene Gürt, das sich für alles zu fein ist. Oh, ich habe den Dieb wieder gefunden. Huch, wieso sprecht ihr... Nee, armer Mann. Huch, wieso sprecht ihr mich an? Ich bin doch ein ganz armer Mensch. Und was soll das damit zu tun haben? Naja, weil kein reicher Mensch mit mir sprechen will, weil ich ihnen zu arm bin. Ja. Die Menschen hier sind alle ziemlich arrogant. Ziemlich ist noch weit untertrieben. Die sind alle wirklich furchtbar hier. Dann geh doch woanders hin. Ja eben. Wohin denn? In allen Städten wollen die Leute nicht mit Typen wie mir sprechen. Ja, ich kenne da ein Städtchen, wo das nicht so ist. Und da besitzt sich sogar ein Haus. Das ist gerade leer, weil, naja, weil es eben gerade unbewohnt ist. Das darfst du ruhig beziehen. Ihr wollt mich veralbern, was? Nein, keineswegs. Ich schenke dir wirklich ein Haus in Shanar. Das ist unglaublich. Aber woher bekomme ich das Geld, um nach Shanar zu reisen? Ach komm, wir sind doch menschlich und außerdem müssen wir die Stadt Shanar ja echt wieder mit Leben füllen. Die eine Frau ist dahin, er auch. Vielleicht werden die ja sogar ein Paar. Ihr seid wirklich die nettesten Menschen, die mir je im Leben begegnet sind. Jetzt beschimpft ihr mich auch noch als Mensch. Ich werde sofort abreisen. Vielen, vielen Dank nochmals. Und dein leeres Haus werde ich schon finden. Ach, sind wir nicht nett. So, und du kommst erstmal her. Ich sorge mal aus. Ja, wir sind wieder voll. Sehr schön. Ach, Gewitter und Regen, Gewitter und Regen. Was ist das hier für ein Haus, hä? Gewitter und Regen. Oh je. Eine Kirche. Hallo. Achso, hier ist eine Treppe. Die habe ich gar nicht gesehen erstmal. Tach. Pater Herald. Ich dachte schon Harald. Harald wäre echt lustig gewesen. Da muss ich immer an den ersten Otto-Film denken. Wo Otto dann dieses komische Schlaflied singt oder was das da ist. Das Ding, das, ich weiß nicht, wie vielte Schaf hieß. Harald. Deswegen muss ich mal lachen jetzt bei dem Namen. Willkommen, meine Kinder. Setzt euch und betet zu Gott, dem Allmächtigen. Das hatten wir eigentlich nicht vor. Seid ihr etwa keine von Gottes Kindern? Oh, meine Güte. Gehört ihr gar der Sekte der Kinder der Apokalypse an? Nein, zu einer Sekte gehören wir nicht. Dann gibt es noch Hoffnung für euch. Nein, ich glaube nicht. Betet, dann werdet ihr erlöst. Kommt, wir gehen. Das ist ja nicht zum Aushalten. Ist ja kein Wunder, dass die Kirche so leer ist. Ach, Leute. Das ist für Menschen eigentlich ganz okay. Jedenfalls, wenn man nicht total ungläubig ist und Atheist oder so. Keine Ahnung. Was ich auch zum Glück nicht bin. Lebensrune. Nice. Död. Hallo. Entschuldigt bitte, aber ich bete gerade zu unserem allmächtigen Gott. Wenigstens einer muss es tun. Die Kirche ist hier wohl nicht so beliebt. Nun, seit damals Vincent Weinert starb, verlor die Kirche viele Gläubige. Vincent Weinert war doch ein Idol für sie, was? Natürlich, er ist der Erlöser. Und wenn er... Und wenn es wieder Böses auf der Welt gibt, wird er wiedergeboren werden. So waren zumindest seine letzten Worte auf Erden. Interessant. Aber nun, lass mich bitte wieder weiterbeten. Ja klar, aber ich wundere mich wirklich,
Dass er wiedergeboren werden soll, also werden wir noch gegen Winston Baynard kämpfen, frage ich mich. Wäre auf jeden Fall interessant, aber ich möchte nicht gegen Winston Baynard kämpfen. Ich fand den Kerl gar nicht mal so schlecht. Oh, ein Geist! Der beschenkt uns wieder garantiert. Hallo. Ein Geist! Ah, endlich. Ich bin meiner jetzigen Existenz müde. Keine Freude mehr und keine Freunde mehr. Endlich ist jemand gekommen, dem ich meine Kräfte verleihen kann. Etwa ich? Natürlich, du Dummkopf. Ich bin müde. Nimm meine Kräfte und leb wohl. Na schön. Dauer der Dämonenbeschwörung gestiegen. Okay. Oh, guten Tag, schöne Frau. Habt ihr schon gehört, dass in Tradan etwas passiert sein soll? Das habe ich jedenfalls gehört. Aber ihr wisst ja, wie Gerüchte sind. Tradan, so, so. Aber vielleicht sollte mal jemand nachschauen, was da wirklich passiert ist. Wenn überhaupt was passiert ist. Ja, ist es. Aisha war dort, das wissen wir ja schon. Oh, ein alter Mann. Guten Tag. Was wollen Sie? Was können Sie? Hallo! Seid ihr hier, um euch von mir unterrichten zu lassen? Ach, ich erinnere mich, ja, da war ja was. Unterrichten? Worin denn? Sexualkunde, nein, in der alten Sprache der Ilras-Magier. Oh, das könnte nützlich sein. Sie ist eine ziemlich komplexe Sprache, welche aber durch ihre Grazie besticht. Die Ilras-Magier schrieben viele Bücher, sodass es euch helfen könnte, diese Bücher zu verstehen. Darunter auch viele Zauberbücher, weswegen ich so viele Schüler hatte. Klingt gut, wie viel verlangst du denn? Aufgrund der Komplexität muss ich einen Betrag von 500 Filar von euch verlangen. Alter, 500 Filar? Das habe ich doch nicht. Das ist viel zu teuer. Aber es könnte in der Tat von Nutzen sein später mal. Hier stehen Dutzende von Büchern über andere Sprachen. Ich verstehe kein einziges Wort. Ich könnte vielleicht neue Zauber dadurch lernen. Unsinnig ist es auf jeden Fall nicht, das irgendwann mal zu machen. Aber ich brauche auf jeden Fall erstmal wieder dringend Geld. Zur Not nutze ich den Zufluchtszauber, wenn ich Asgards Schloss nicht mehr finden sollte. Was ja im Moment danach aussieht. Ich bin ja sowas von Dingens. Und dann, wenn ich den Zufluchtszauber benutzt habe, sollte ich mir auf jeden Fall mal angucken. Dingens. Arroganter Mann. Hey, ihr seht aus, als bräuchtet ihr dringend Geld. Ja, stimmt. Ach ja? Ja, und ich bin eure Rettung. Ich biete euch einen Auftrag an. Cool. Na gut. Ihr solltet für mich einen Gegenstand besorgen, den ich in Iranis versteckt habe. War ich da schon? Oder ist es noch ein Ort, den ich finden muss? Wenn ihr ihn für mich holt, gebe ich euch 300 Filar. Und um was für einen Gegenstand handelt es sich? Warum haben sie ihn versteckt? Oder nicht hier versteckt. Ach, scheiße. Das geht euch nichts an, ihr solltet ihn einfach nur holen. Na schön, wir holen ihn. Also, ich habe den Gegenstand gut verpackt, damit er vor der Kälte geschützt ist. Okay. Der Gegenstand steckt in einem der Schneemänner. Okay. Okay. Schreibe ich mir auf. So viele Nebenquests, ey. Asran. Arroganter Mann. Sorry, dass ich so oft husten muss. Das ist einfach nur, weil ich auch so viele rede und so einen trockenen Hals habe, aber nicht aufhören kann, aufzunehmen. Arroganter Mann. Es macht mir einfach unglaublich viel Spaß. Und ich finde es in dieser Hinsicht auch wirklich schade, dass nicht so viele Leute das Let's Play verfolgen. Aber ich kann nicht anders, ich liebe es. So, arroganter Mann. Gegenstand aus einem der Schneemänner holen. Aha. Ja, aus einem... Na! Der Schneemänner... Schnee... Oh, ich kann nicht mehr schreiben, ey. Ich kann gar nichts mehr. Schneemänner holen. 300 Filar Belohnung. Okay. Oh, jetzt habe ich auf ein anderes Blatt mitgeschrieben. Verdammt. Egal. In einem Schneemann? Ja, kein Mensch würde da nach dem Gegenstand suchen. Also, ihr geht nach Iranis. Das ist garantiert die Stadt im Eis. Gut, jetzt kann ich mir den Namen auch nochmal aufschreiben. Iranis. Iranis. So, sehr schön.
Ja, also geht nach Iranis, durchsucht alle Schneemänner und bringt den Gegenstand dann zu mir. Ich weiß leider nicht mehr genau, wo der Schneemann stand, aber ich meine, also müsst ihr in jedem suchen und auf gar keinen Fall dürft ihr das Paket aufmachen, habt ihr verstanden? Ja, ja, schon gut, kein Grund zum Schreien. Wir holen den Gegenstand dann mal. Und warum dürfen wir den nicht aufmachen? Darf ich dich bestehlen? Oh ja, einmal Lebensnektar erhalten. Und wieso ist die Musik weg? Ich weiß es nicht. Was macht denn der Lebensnektar? Wo ist er? Lebensnektar, Lebensnektar. Ach ja, Lebensrune, wem gebe ich sie? Ah, hier, Lebensnektar. Erhöht die maximale Lebenskapazität. Maximal 1 LP. Okay, ist nicht viel, aber hey. Maximale Lebenskapazität. Nehme ich. Ja, für Valnar. Oder ne, da es ja nur eins ist, gebe ich sie Elaine. Komm, ne? Dieses ein Dingens, das kann sie gerne haben. Da habe ich nichts gegen. Lebensrune verwahre ich mir mal noch. Aber schön, dass wir ihn bestehlen dürfen. Das freut mich wirklich sehr. Aber warum ist es hier im Haus jetzt so still? Warum ist die Musik weg? Was ist hier nur los? Oh, ein kleines Mädchen. Hallo, kleine Süße. Na, wie geht's dir denn? Soll ich dir eine Barbie holen? Hast du auch ein Quest für mich? Seid ihr Freunde? Nein, wir sind dein schlimmster Albtraum. Wieso willst du das wissen? Weil Papa sagt, ich darf keine Freunde haben, weil ich sonst nicht richtig erzogen werde. Was ist das denn für ein Arsch? Seltsame Erziehungsmethoden. Ja, aber wirklich. So wirklich traurig, die darf keine Freunde haben. Ich meine, was für ein grausames Leben ist das denn, bitteschön? Oh Mann. Habe ich schon erzählt, dass ich noch einen Speicherstein gefunden habe? Als ich nicht aufgenommen habe, aber noch alles nochmal durchsucht habe? Ich weiß es nicht. War ich hier jetzt eigentlich schon dran? Nee, das ist ein anderer alter Mann jetzt. Was ist das hier? Einmal antike Münzen erhalten. Verdammt! Hätte ich danach erst machen müssen. Egal, nein, ist eigentlich nicht so schlimm. Alter Mann, bleib doch mal stehen, hey du! Hallo! Hallo. Ihr seid ja richtig nett im Gegensatz zu den anderen Stadtbewohnern. Ich wohne ja auch noch nicht allzu lange hier. Und ich bin schon alt. Warum sollte ich mir also den Umgangston der anderen Stadtbewohner angewöhnen? Schön zu hören. Sagt, ihr seid nicht zufällig im Besitz einiger antiker Münzen, oder? Ich bin nämlich leidenschaftlicher Münzsammler. Und ich biete euch ganze 100 Fehler pro Stück. Ja, hier haben wir sogar welche. Wollt ihr sie mir verkaufen? Ja, diese haben sich in deinem eigenen Schrank befunden, dann hättest du selber nachgucken müssen, aber klar. Hier ist sie. Hier ist das Geld. 100 Fehler erhalten. Vielleicht noch mehr antike Münzen? Fragezeichen. Ach nee, ich habe gerade das hier für die antiken Münzen gehalten. Schade. Nee, schade. Mal sehen, kann ich noch mal was aus deinem Schrank klauen? Das wäre echt witzig. Nee, schade. Das wäre echt witzig gewesen. Danke für die Münze. Die tue ich mal in den Schrank. Ja, ich habe noch Münzen gefunden. Oh, super. Eine Menge Bücher, die von der Geschichte des Geldes handeln. Außerdem noch Bücher für Münzsammler. Ist da nicht vielleicht irgendwo noch eine Münze drin? Geschichte des Geldes, Münzsammler. Wäre so geil, wenn hier noch eine Münze wäre. Aber leider nicht. Aber wenigstens haben wir ein bisschen mehr Geld jetzt. Und das ist doch schon mal auch was wert, auf jeden Fall. Ach. Furchtbar. Strand. Oh, hier gibt es ja echt noch viel zu erkunden. Na gut, dann gehe ich jetzt mal in dieses Haus hier. Und was uns hier alles erwarten wird, erfahrt ihr im nächsten Part, ihr Lieben. Absolute Stille. Nur eine tickende Uhr ist zu hören. Obwohl, wartet mal. Ist hier was? Nein. Ach komm, das Haus machen wir eben noch. Wer bist du? Was wollt ihr denn hier? Nicht so unfreundlich, bitte. Wir wollen nichts Böses. Ich glaube euch kein Wort. Und zu alledem kommt noch, dass ihr gerade über den frisch geputzten Boden lauft. Ah!
Der hat mich 15 Minuten meiner kostbaren Zeit gekostet, also verschwindet endlich! Ist es noch zu hell? Oder kann ich dich töten? Es ist noch zu hell. Warum ist es denn zu hell? Das finde ich doof, dass es zu hell ist. Ich komme nicht mehr raus. Lass mich. Blutnektar erhalten. Der erhöht garantiert maximale Blutdingens, oder? Wo ist es denn? Blut. Blutnektar. Maximal ein Blut, ja. Ist jetzt nicht so viel, ne? Aber hey. Gebe ich natürlich Vanna. Der darf ruhig ein bisschen mehr Blut haben, gerade weil ich ihn ja ständig brauche für Dingens. Also für die Vampir-Fledermaus-Verwandlung. Meine Güte, ist was in der Uhr? Warum ist es so auffällig? Und wer bist du? Bist du der Mann der Unfreundlichen oder ihr Bruder, ihr Vater? Wer bist du? Hey, könntet ihr mir vielleicht helfen? Oh, meine Frau brüllt mich immer an, wenn ich über den Boden unten laufe. Ja, hat sie mit mir auch schon gemacht. Deswegen bin ich vorerst hier oben quasi gefangen. Und dabei bräuchte ich doch unbedingt einen speziellen Schmetterling für meine Sammlung. Die will ich endlich komplett haben. Und das ist so dringend, dass du nicht warten kannst? Ihr habt ja keine Ahnung, wie penibel meine Frau ist, wenn sie mal geputzt hat. Da dauert es Stunden, bis ich mal wieder runter darf. Aber euch braucht das Gekeife meiner Frau ja nicht zu interessieren, also würdet ihr mir diesen Schmetterling besorgen? Ich gebe euch ein Glas mit dem ihr den Schmetterling fangen könnt. Na gut, wir holen ihn. Gut, also ihr steckt den Schmetterling dann in dieses Glas hier. Finden könnt ihr ihn auf einer Wiese südlich von Asran. Aber ihr müsst auch den richtigen fangen, denn er ist ziemlich selten, kann aber leicht mit anderen Schmetterlingen verwechselt werden. Der richtige hat eine blaue Farbe. Oh Gott, es sind ja hier viele Nebenquests, ey. Wiese. Blauer Schmetterling. Schmetterling. Wir werden ihn schon finden. Das hoffe ich. Viel Glück. Okay. Aber dass die Musik hier ständig weg ist, das irritiert mich schon. Hey, hast du noch ein paar antike Münzen? Schade. Na gut, dann beende ich jetzt hier aber wirklich endgültig den Part. Und ja, würde mal sagen, bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr schaltet das nächste Mal wieder ein. Bye, bye.